Hi. Ich muss mich zum Anfang immer entschuldigen, ich werde die Stimmung ein bisschen drücken. Ich beschäftige mich in meiner Dissertation mit der politischen Instrumentalisierung von Toten. Ja, die gleichen Reaktionen bekomme ich oft auch auf WG-Partys oder zu Hause an Weihnachten. Meine Mutter hat mich letztens gefragt, ach Junge, warum dieses Thema? Hast du wieder so eine merkwürdige Phase wie in der 9. Klasse? Und ich mache das jetzt nicht, weil ich ein Grufti mit Interesse an Geschichte bin, also nicht mehr, sondern weil die politische Instrumentalisierung von Toten eine sehr alte, sehr effiziente und sehr interessante Strategie politischer Kommunikation ist. Und deswegen forsche ich auch nicht über die Kulturgeschichte von Katzenbabys. Diese Strategie von Kommunikation funktioniert in der Regel besser, als Leute mit anderen Meinungen einfach aus der Partei zu werfen. Und das Grundmuster, nachdem das eigentlich immer funktioniert, ist, jemand stellt sich hin und sagt, der und der Tote ist ein Opfer, Held oder Märtyrer für unsere Gemeinschaft. Dies und das ist sein politisches Vermächtnis. Folgendermaßen sieht die Gemeinschaft aus. Und zwei wichtige Fragen, die immer mitgeklärt werden. Wer gehört zu dieser Gemeinschaft und wer nicht? Und wer sollte sie anführen? Oft bietet sich der Trauerredner bescheidenerweise selber an. Jetzt laufe ich nicht von Friedhof zu Friedhof und frage so, Entschuldigung, ist das Ihr Opa, der da gerade beerdigt wird? Ach, mein Beileid, wurde der in letzter Zeit politisch instrumentalisiert? Was soll das heißen? Sie rufen die Polizei. Außerdem gucke ich mir auch spezifische Tote an, und zwar Tote aus dem Kontext politischer Gewalt der 70er Jahre. Was war in den 70er Jahren? Erstens, Willy Brandt und seine sozialliberale Koalition holen die lange überfällige Liberalisierung des Landes nach, was Helmut Kohl, Franz Josef Strauß und ihre Union mit Zähnen und Klauen versuchen zu verhindern. Drittens, die 70er Jahre fangen zwei Jahre nach 1968 an, also in der Studentenbewegung, die mit relativ nachvollziehbaren Forderungen nach einer demokratischen Uni anfing und sich so langsam bis zur Forderung nach der Weltrevolution durcheskalierte. Weltrevolution kam bis heute nicht, und dann stellte sich ab ungefähr 1970 für die meisten der Studenten die gleiche Frage, die sich für mich stellt, sobald ich die Dissertation abgebe: Womit schlage ich jetzt meine Zeit tot? Die einen wurden Hippies, andere schlossen sich maoistischen Splittergruppen, sogenannten K-Gruppen an. So richtig verrückte Typen der SPD. Jetzt gibt es ein paar Leute, die finden das Kommuneleben nicht so sexy, und geschweige denn insbesondere nicht die Jusos der 70er Jahre. Er rechts wird später Bundeskanzler. Und die entscheiden sich, die Weltrevolution, die man gerne gehabt hätte, mit Bomben, Granaten und so weiter nachzuholen. Da bilden sich in Deutschland vor allem drei Terrorgruppen. Von links nach rechts die Rote Armee-Fraktion, RAF, die revolutionären Zellen und mit dem wenigsten Talent für Design die Bewegung 2. Juni. diese drei Gruppen erklären dem Staat den Krieg. Der Staat wehrt sich, und im Laufe der Jahre sterben auf beiden Seiten, ich forsche zu den Jahren 70 bis 77, insgesamt 38 Menschen. Die 38 Menschen werden politisch instrumentalisiert von der Regierung für Selbstdarstellung, von den Terroristen für Rekrutierung von Nachwuchs und von Opposition, um mit der Regierung abzurechnen. Dieser Prozess verändert die politische Kultur in diesem Land. Ein Thema, das sich immer wieder durch mein Buch zieht, ist, wie sehr dieser Instrumentalisierung von Toten, wie sehr dieses Redefinieren von Gemeinschaft über Tote, dieses immer engere Grenzen ziehen, die politische Kultur aufgeladen und beschädigt hat in diesen Jahren mit nachhaltigen Folgen. Deswegen forsche ich jetzt seit 3 Jahren an den schönsten Archiven dieses Landes und habe nach 12.000 Seiten Scans keinen Platz mehr für schönere Dinge wie das hier. Ich möchte euch alle jetzt aber nicht groß mit den morbiden Details meiner Doktorarbeit langweilen, sondern als historisch arbeitender Terrorismusforscher mal was ganz Prinzipielles zu der Frage sagen, wie sollten wir als Gesellschaft mit Terrorismus umgehen? Ich habe dafür 4 Thesen mitgebracht. Es sind genau deswegen 4, weil da meine sichere Bewegung im Zahlraum endet. Ich bin Geisteswissenschaftler. Die 4 Thesen lauten: Chill the fuck out. Am 11. September und nach 2 Jahrzehnten, wo Terrorismus eines der dominierendsten Themen unserer Medienöffentlichkeit war, ist das erstmal ein sehr kontraintuitives Statement. Aber ich versuche es zu begründen. Fangen wir mit was Interaktivem an. Wer von euch hier hat kleinere Geschwister? Einmal Hände hoch, bitte. Dann kennt ihr sicherlich das Phänomen, dass eure kleineren Geschwister euch ärgern. Und zwar in genau dem Wissen, dass, wenn ihr euch wehrt, eure Eltern euch bestrafen.
Und Terrorismus ist nichts anderes als das nur auf sehr hohem Niveau. Das heißt jetzt nicht im Umkehrschluss, das möchte ich ganz sicher gesagt haben, dass ihr jetzt die GSG 9 rufen sollt, um das Nachbarsblag aus dem Verkehr zu ziehen. Ein Impuls, den ich aber sehr gut nachvollziehen kann. Nein, Terrorismus ist das, was wir im Alltagsverstand und in den Sozialwissenschaften als Provokation bezeichnen, hinter mir einem unnötig komplizierten Graph, um mir argumentative Autorität zu erschleichen. Im Prinzip ist Provokation eine indirekte Kommunikationsstrategie. Der Provokateur zieht A auf den Provozierten ab, will ihn zu einer Reaktion zwingen. Und was B viel wichtiger ist, will, dass ein Zuschauer es sieht und darauf reagiert, was der Provozierte macht. Terrorismus funktioniert genau so. Hinter mir in einem fast genauso aussehenden Graph, der eigentlich der komplexen Dynamik von Terrorismus nicht gerecht wird, aber ich bin unglaublich schlecht in Visualisierungsprogrammen. Ich wiederhole, Geisteswissenschaftler. Terroristen zielen auf zwei Dinge ab. Erstens, durch das Attentat, was sie begehen, hoffen sie darauf, dass Leute, die ihnen eh schon in der Gesellschaft nahestehen, sich ermutigt fühlen, hey, man kann diesem Staat wehtun, wir sollten das auch tun. Und was aber noch viel wichtiger ist, sie zielen darauf ab, dass, sagen wir mal, nennen wir ihn mal Musterinnenminister Horst S., um die aufgeregte Öffentlichkeit, denn terroristische Gewaltarbeit mit dem Schock des Anschlags zu beruhigen, den starken Mann spielen muss. Nach weiteren Gesetzesverschärfungen fordert und insbesondere sagt, wer alles zu diesem Land gehört und wer nicht. Das hat in der Regel die Folge, dass bestimmte Gruppen der Gesellschaft an den Rand gedrängt werden, marginalisiert werden und diese Marginalisierung zu Isolation führt, die wiederum Radikalisierungsprozesse in diesen Gruppen begünstigt. Also die nächste Generation Terroristen brütet. Das ist das Rad des Terrorismus. Und jetzt haben wir das große Privileg, als Gesellschaft zu sagen, nee, Horst, fick dich, du hast eigentlich genug Geld für den Polizeiapparat und wie wär's mit statt einer Leitkulturdebatte mal mit politischer Bildung? Just saying. An dieser Stelle kriege ich selten so viel Zustimmung, sondern in der Regel drei Einwände. Der erste ist, aber Kevin, die Gefahr ist doch real. Und ja, seit 2015 haben wir 23 Todesopfer in diesem Land terroristischer Anschläge. Das ist ein Schnitt von etwas mehr als 4 Leuten pro Jahr. Wer sich aber von mehr als 4 Leuten pro Jahr nervös machen lässt, dem würde ich nicht empfehlen, heute Abend im Auto hier zu sein. Zweiter Einwand ist, aber Kevin, es könnte doch jetzt konkret mich treffen. Und ja, 4 Leute pro Jahr im Schnitt sind keine Nullwahrscheinlichkeit. Und wenn man in Hamburg, also einem urbanen Zentrum wohnt, ist die Wahrscheinlichkeit höher als in Pinneberg. Ich hoffe, ich habe jetzt keine Pinneberger beleidigt. Hin und wieder trifft man sie. Wer sich aber immer noch davon nervös machen lässt, den würde ich gerne eine kleine Gegenfrage stellen. Mal Hand hoch, wer ist heute Abend mit seinem Partner hier? Okay, das ist eine heikle Stelle in meinem Slam, weil erstens, ich war mal in der TU und da hat keiner die Hand gehoben. Zweitens, wie drücke ich mein Argument jetzt respektvoll aus? Viel Glück auf dem Heimweg. Besonders viel Glück denen, die mit dem Partner und dem Auto hier sind. Aber Kevin, was, wenn der Anschlag wirklich passiert? Und ja, vielleicht passiert er. Es gibt keine absolute Sicherheit, wird es nie geben und eine Gesellschaft, in der es das gibt, möchte ich nicht leben. Aber ich würde allen empfehlen, ruhig zu bleiben, entspannt zu bleiben und fundiert über Ursachen, Dynamiken und Wirkung des Terrorismus zu reden und fundierte Eingriffe in der Gesellschaft zu machen, die statt das Rad der Gewalt weiterzudrehen, Konflikte entschärfen. Danke. Denn wenn ihr eines bitte heute Abend von meinem Slam mitnimmt, dann ist es folgendes Diktum. Der beste Freund von IS und Al-Qaida sind die Trumps, Straches und Gaulands dieser Gesellschaft. Dankeschön. Kevin Lenk!